Unglaublich starke Arme, muss ich sagen, wie du sie verdreht hast. Ich dachte, wir brechen sie in zwei. Mon Dieu, wie du sie... Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Und wie du sie dann unten mit der Zunge bearbeitet hast. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Es war der Wahnsinn. Was ich getan habe dabei? Was hast du getan? Ich habe unsere Lieder gesungen. Oh, ich habe es gehört. Ich habe schon gedacht, was ist das denn für eine... Willst du mich veronepipeln? Aber dann machst du es. Ich glaube, dass wir haben ihr eine schöne Zeit beschert. Ja. Hast du sie hat auch, ja, hab ich. Sie hat auch gesungen. Curtis und Chuck ficken in meine beiden Löcher. Na, das hat sie gesungen. Sicher. Ja. Ich scheine sie da unten gar nicht geirrt zu haben. Oh, ja, du warst so vertieft in die... So tief war ich an der Straße des Glücks. Oh. Curtis, wie kann ich je wieder alleine mit einer Frau schlafen, ohne dich? Chuck, das war der Wahnsinn. Und weißt du, weißt du noch, müssen wir auch mit ihr machen. Chuck, weißt du noch, wo meine Eiche dein Popöloch gestriffen hat und wir haben uns an nichts anmerken lassen, wie die größten Elden. Warum musst du das jetzt sagen? Was? Wir reden nicht über sowas. Was? Mon Dieu, du hättest sie doch beinahe bei mir in den Mund genommen. Darüber reden wir aber nicht. Nicht nur beinahe. Na, das ist nie passiert. Das ist nie passiert. Wir verletzen nicht die Regeln. Ach so. Der Ménage à trois. Oh. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. Aber es war der Wahnsinn, Jack. Es war der Hammer. Absolut fantastisch. Très bien. Oh, mon Dieu. Wie kann man jetzt hier wieder alleine mit einer Frau schlafen? Und ich hab dir so gefallen. Oi! Und Stunden waren wir da jetzt drinnen, ne? Oh, mon Dieu. Es ging ewig. Oh Gott, ich schwebe ihr die Treppen runter. Oh, ich wollte noch nie. Ihr Geld bieten, sie wollte kein Geld von ich mir. Ich habe deswegen... noch nie, na, ich habe ihr welche mit reingeschoben. Ah. Ein paar Scheine. Oh, Jacques, Achtung! Ich bin ausgerutscht auf dem Boden. Komm mit. Oh, mon Dieu. Dieu, warum ist das hier so klebrig? Nein! 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 Scheiße, Jack! Curtis! Scheiße! Jack, Scheiße, ich hab Scheiße gebaut! Was? Ich hab grad aus Versehen mein Notizbuch verrissen und da reingeschmissen. Das ist weg. Das ist kaputt. Komm, wir fahren mit die Gutsch. Ah, oh, das war einfach legendär lustig. Was denn? Mit die Gesichtsstoppeln. Das hier ist ein Theater. No. Das war ein anderer Art von Theater. Komm. Ist das auch ein Theater? Hört das an, ne? Ist das auch ein Theater? Mon Dieu, ein Kino! Ach, du kennst das schon. Na gut. Nein, kenn ich nicht. Ich dachte, du könntest dich beeindrucken. Ich war hier noch nicht, aber es ist ein Kino. Hey. Warte, wir können... Kommen wir da auch, es ist so hoch. No, kommen wir nicht. Ach der, du musst. Baby, versuch es weiter. Hier. Curtis, hier oben! Oh! Nee, aber die Sitze sind zu dreckig. Ich kann guck mal, unser Schatten! Oh! Aber warum ist es da so hell? Das geht auch nicht aus. Das bin ich nicht. Warte, ich groove dazu nur mit dem Kopf. Okay, ich bin hier fertig. Da, 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 da. Hans und Nini hat man immer Spaß, da, 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 da. Du bist schon ein verrücktes Huhn. Oh ja. Oh, au! Ich bin die Treppe runter gestolpert. Alles in Ordnung. Ja, ja. Hä?
Schack, wir spielen eine Verfolgungsjagd, du kriegst mich nicht. Wollen wir mal sehen. Hinter der... Au! Okay, du bist... Du bist... Ja! Die Tür hat mich aufgehalten. Ich bin... Ja! Ausgetrickst! Ich bin nicht mehr so schnell. Ah, du kriegst mich nicht. Shark? Shark? Oh, oh. Hier muss er langkommen. Auch nicht. Du Schlingel! Wo bist du denn? Schack, hier oben! Ui, ich dachte, ich schneide dir den Weg ab. Ja, wie denn? Komm runter, aber schnell! Schneller! Achtung! Du bist... Schack? Oh, in den Gassen von Saint-Denis waren wir noch nie. Ich war noch nie in den Gassen von Saint-Denis. War noch nie dort. Es zieht mich fort. Es ist ein Hohn, wie dreckig es dort ist. Meine Hose ist völlig verpisst. Oh. Tag? So langsam mache ich mir Sorgen. Wo ist denn mein Homie? Mein Omi! Wo ist er? Oh. Howdy! Howdy! Haben Sie einen komisch riechenden Franzosen gesehen? Ich weiß ja nicht, ob Sie Franzosen sind, aber Sie riechen auch ein bisschen komisch. No, nicht mich! Einen anderen! Ich bin Mexikaner, aber ist egal. Danke. Nee, hab ich nicht gesehen. Schade, aber dankeschön für das Feedback. Adios! Oh, mon Dieu, wo ist der? Ich rieche auch komisch. Mon Dieu! Beleidigt er mich einfach! Wo ist er? Oh! 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 Scheiße! Oh, das war knapp. Scheiße. Der Junge in. Hier waren wir gerade, hier ist Ausgangspunkt. Oh! Mon Dieu! Cortez, du hast gewonnen. Riech unter meinem Arm! Da war gerade ein Mann, der behauptet, ich stinke! Welcher Mann? Glaube ich jetzt, erkläre Ihnen auch noch, wie Sie zum Badehaus kommen, oder? Da waren wir gerade! Menage à trois! Hatten Sie schon mal eine Menage à trois, Monsieur?
Nein. Nein? Oh, das sollte sie machen. Versuchen. Es gibt noch ein paar Regeln. Kurtis, sag es ihm. Also. Sie brauchen mir das nicht erklären. Ich weiß, was es ist. Ich hatte es nur noch nie. Ja, aber es gibt Regeln. Sie dürfen sich abklatschen. Das ist in Ordnung. Blickkontakt ist strikt verboten, nicht anschauen. Absolut verboten. Wenn sich die Penisse berühren, einfach ignorieren. Das kann passieren, das soll aber nicht passieren, okay? Super. Dann haben wir das geklärt. Sag, was ist das für ein Herr? Na, das ist Monsieur Peters. Monsieur Peters. Peterson, no? Peterson? Peterson. Peterson. Er kommt aus Rotz. No. Wir haben dieselbe Vergangenheit quasi. Oh, sagt jeder, denkt, ich bin Franzose. Ich bin lange zu... Ach, Dios mio. Er ist Mexikaner und mein bester Bruder. Und dein einzigster. Jacques Dies ist unser Name. Oh. Monsieur Peterson, haben Sie Interesse, Peterson, dass wir Ihnen spielen ein Lied, damit Sie erkennen unser Genie? Ach so, dann wollen wir Sie nicht stoffen. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Monsieur Peterson. Wieder einmal hat es mich sehr gefreut, Sie zu sehen. Ja, ja. Viel Glück bei Miss Houston. Ich danke Ihnen. Das brauche ich nicht. Sie ist mir schon verfallen. Ach, natürlich. Habe ich in Ihren Augen Glück gesehen. Braucht nur der nichts kann. Ja, gut, ich... wenn Sie das sagen. Gute Nacht, Monsieur Peterson. Adios. Guten Abend. So, mir wurde gesagt, und denken Sie an die Regeln. Ja, Jacques, ich... Ja, ich denke an nichts anderes. Jacques, ich brauche einen Dollar von dir. Mon Dieu, hast du deinen Dollar hingesteckt? Na, ich habe nur zwei. Ich weiß. Ja, ich weiß. Ich möchte etwas kaufen hier, an dem Stand. Na, natürlich kriegst du einen Dollar, hein? Oh. Mon Dieu, natürlich, kauf dir was. Oh, gracias. Ja, das ist so großzügig. Oh, doch, mon Dieu! Natürlich. Mon Dieu! Oh, Gottes. Mon Dieu! Jacques, ich möchte dir was zeigen. Oder was sagen. Du musst einen Moment warten, glaube ich. No. Okay. Jacques. Oui. Und Gott machte die zwei großen... Mon Dieu, hast du dir eine Bibel gekauft? Si. Ach, ich weiß nicht, ob ich stolz sein soll oder angeekelt. Ich habe auch noch was gekauft. Ja, ist das... Audi. Bonjour. Préambule! Das ist Mademoiselle Houston. Houston? Wer? Mademoiselle Bonjour. Houston? No. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Mademoiselle. Hallo. Kennen wir uns? Jetzt schon. Also, ich bin Jacques de Français und das ist Curtis Montiel. Si. Und wer sind Sie? Clara Houston. Einer von Ihnen beiden hat meinen Namen doch gerade genannt. Wenn ich mich habe Miss Houston gesagt. Na, wer ist Miss Houston? Das ist die Dame. Moment, waren Sie gestern in die Saloon? Nein, das war ich nicht, aber warum wissen Sie meinen Namen, Sir? Na, weil ich den Namen einer gewissen Person wissen wollte. Die war dort in die Saloon und die sich ein wenig, ich muss es leider so sagen, in mich verliebt hat. Und ich muss diese Person unbedingt finden, um es klarzustellen. Aber dann waren sie es gar nicht. Sie hat eine Narbe auf die linke Wang. Sag, die hat sich nicht in dich verliebt. Ja, natürlich. No. Sie hat den Körperkontakt mehrmals. No. Sie steigen jetzt sofort vor einem Fenster. Das tut mir leid. Ich wollte nur da war so ein... Mit der Dame vielleicht. Was? Mir wurde gesagt, sie sei die Apothekerin. Ich bin die Apothekerin, oui. Weil sie Miss Houston sind. Oh, das stimmt. Was machen Sie denn so den ganzen Tag, Miss Houston? Apothekerin sein. Oh. Ich denke, ich bin leider nicht sonderlich gut aufgelegt. Ich vor wenigen Tagen erfahren habe, dass eine gute Freundin verstorben ist. Deswegen, falls Sie plaudern wollen, denke ich, ist ein anderer Tag besser als... Mon Dieu! Wir können Sie aufmuntern! Pardon, Mademoiselle, aber da muss ich Sie unterbrechen. Aber direkt. Und diese Trott herausholen. Wenn wir Sie nicht aufweitern können heute, dann wenn wir Sie nicht auf andere Gedanken bringen können oder Ihnen helfen können, den Schmerz zu verarbeiten, dann, Monty, dann haben wir versagt. Dann sind wir nicht mehr Jacques Thies. Si, genau so. Die großen Elden von Strawberry. Mademoiselle, ich bitte Sie, pardon, wir müssen Sie hier und jetzt entführen. Steigen Sie bitte von die Ferne, Mademoiselle.
Ich muss sie wirklich... Ich denke, das Wort entführen ist in meiner Gegenwart ein wenig pikant. Nein, nicht entführen, sondern sagen begleiten. Sagen wir nicht entführen, sagen wir erfreuen. Ja, naja, das hört sich auch komisch an. Na, wir müssen ihr ein Lied singen. Definitiv. Ja, genau. Aber ich frage mich gerade, ob wir vielleicht anfangen mit einem traurigen Lied, damit wir zeigen, dass wir ihre Trauer akzeptieren, dass wir sie verstehen. Und dann wollen wir sie aufheitern. Dann am besten so sitze ich hier, oder? Ja, wir könnten anfangen mit so sitze ich hier und dann Lamad Marcel singen. Bitte folgen Sie uns. Als ich meinen Freund erstach, ne? Ja, oh, kommen Sie, bitte. Kommen Sie, glauben Sie. Bitte, ich helfe Ihnen auch von Pferd. Warten Sie, Mademoiselle. Das schaffe ich von alleine. Mademoiselle. Ist gut. Mademoiselle. Sie. Glauben Sie mir, Sie werden es nicht bereuen. Oh ja. Glauben Sie mir, wir sind die Besten. Ich werde mein Pferd nun anbinden, denn ich habe das Gefühl, dass Sie mich eh nicht gehen lassen. Ja, da haben Sie recht. Sag, ich fächer dir etwas Luft zu. Sehr stark insistieren. Komm, wir fliegen so lange. Ich bin eine Vogel. Sag, ihr lang fliegen. Oh, mon Dieu. Mademoiselle, ich bitte Sie zu entschuldigen, wenn wir ein wenig aufdringlich sind, aber wir hatten gerade eine Ménage à trois und das war wunderschön. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist egal, das ist... Kommen Sie ins Licht. Du musst dir noch beibringen, dass sie ihren Geldbeutel locker halten muss, Jack. Aber sie ist in Trauer. Ja. Also wenn sie uns Geld geben will, dann wird sie das von sich aus tun. Ich werde sie definitiv nicht darauf ansprechen. Nein. Sie ist in Trauer, wir müssen sie aufweitern. Nein, sie muss es uns geben. Außerdem hat sie den Chor unter sich. Was? Mademoiselle. Das stimmt, ich leite den County Chor. Na, dann vielleicht können wir einmal zusammenarbeiten irgendwann. Genau. Ich werde sie überzeugen eventuell, oder auch nicht. Ich bin noch erkältet. Na, Mademoiselle, ich darf Sie mitnehmen. Um Ihre Trauer zu verstehen, darf ich Ihnen etwas zeigen. Okay. Und ich nehme Sie mit in die Vergangenheit, ich und Curtis. In meine Vergangenheit, Mademoiselle. Sie müssen verstehen, Ich weiß, ich kann meinen Akzent perfekt überspielen, sodass man das nicht mehr hört. Aber eigentlich, Mademoiselle, ich komme aus Frankreich. Mon ami. Jacques. Jacques, wie laut ist die Gitarre? Sehr gut, traumhaft. Sehr gut laut, okay. Sehr gut laut. Ja, du darfst. Dankeschön fürs Folgen. Jacques? Oui, ich rede gerade hier. Ja, lauter, ich muss auch was hören. Ah, pardon. Also ich war lange Zeit Soldat bis zu jenem Tag vor 5 Jahren, als mein Reich zusammenbrach. Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben von die große Schlacht. Verdammt. Den Ausmaßen. Ich habe viele Freunde verloren. Ja, der Sänger von gestern Abend. Lachst du mich aus? Jetzt erfahren, wie teuer ist der Krieg. Guck, dies bist du soweit. Oh, ja. Dies würde ich Ihnen mit der Musik zeigen. Ich werde mich szenisch hier hinsetzen. Gehen wir also nach Verdun. Eine ruinierte Dorf in der Nähe Basilier, überall Trümmer. Und aus einer Ruine, Sie hören ein Feuer. Gehen Sie dorthin und Sie werden mich finden, mein Ich vor 5 Jahren, wie ich dort sitze und in die Feuer blick, mit den Gedanken verloren. Curtis, du bist dran. Allein sitze ich hier. Vom knisternden Feuer allein und verlassen in ruiniertem Gemäuer. Kein Lachen, kein Weinen, kein Fragen durch Bohren. Meine Tauben und blutenden Ohren, so sitze ich hier.
dann ins Feuer, trauernd im Wischen. Der Krieg ist teuer. Ja, das mache ich. Wieder. Schütze erdönen, sie töten, vernichten, sie werden uns zerstören. Und mein bester Freund Kack, der war mit List geschlagen, doch nun der Fort von Granaten begraben. So sitze ich hier und starre ins Feuer, trauernd im Wissen. Der Krieg ist so teuer, alle Freunde sind fort. Sie sind gegangen in diesem Jahr, alle sind verschwunden. Nur ich bin noch da. Ich frag in das Knistern, warum nur, oh Herr, warum strafst du mich ab? Bin ich Sünder so sehr? Und mein Freund Le Tigre, der war tapfer und so stark, doch auch er fand den Tod und es trifft mich so hart. So sitze ich hier und starre ins Feuer, alle Freunde sind fort, sie sind gegangen in diesem Jahr, alle sind verschwunden, nur ich bin noch da, Jacques. Glauben Sie mir, das wird nicht der letzte Verlust in Ihrem Leben sein. Und trotzdem müssen wir weitermachen. Wir müssen immer etwas suchen, das uns weiterbringt. Und vielleicht hilft es Ihnen nicht. Vielleicht hilft es Ihnen doch, aber um Ihnen zu helfen, Mademoiselle, werden wir Ihnen nun erzählen, was uns oder was mir geholfen hat, als ich sehr traurig war. Und dazu bleiben wir in dieser Ort in Basilier, gehen ein paar Stunden weiter in die Vergangenheit zurück. Okay. Ein tosendes Artilleriefeuer ertönt.
die einst so schöne Ort. Niedergestreckt von dir, Granat von dir, Allemand. Schell durch Raum und Schein. Den sie durchlaufen werden. Den sie durchlaufen müssen. Aber den sie auch überstehen werden. Den sie, die Sonne ist aufgegangen. Und das beide Lieder. Oh. Sie wollen oder nicht. Sie werden es überstehen und weitermachen. Schön. Wohl wahr. Aber dann, jetzt wo ich sie gehört habe, weiß ich, dass das Land bereits über sie spricht. Natürlich, wundert uns nicht. Ja. Ja, man hat mir schon von vielen Seiten gesagt, dass sie beide gut singen können. Ja, schön. Und dass ich mir das wohl mal dringend anhören sollte. Also er. Da, schön. Eine engelsgleiche Stimme, Monty. Naja. Oh, die lässt Butter schmelzen. Also ich bin auch ziemlich... ja, angetan, das klang wundervoll. Vielen Dank fürs Singen. Pardon, mein Englisch ist noch nicht so gut, die sind angetörnt. Was? Na, wie bitte? Na, haben Sie doch gesagt. Angetan. Erfreut. Angetan, was bedeutet angetan? Es hat ihr gefallen. Ah, ja. Ui. Ja. Puh. Ein Glück. Pardon, aber dieser Mann ist in festen Händen. Aber natürlich, er ist immer offen für... Na, ich bin ruhig. Mal hier weg. Okay. Gut. Ja. Ich verarbeite gerade noch einiges, aber Sie sollten dringend mal bei einer Chorprobe vorbeischauen. Bei einer Chorprobe? Ich kann doch gar nicht im Chor singen. Sie können doch offensichtlich singen. Gracias. Ja, aber im Chor mit anderen Menschen. Ja, unser Chor... Der singt vor allen einzeln. Ah, Schluck. Oh, ja. Ist es weg? Ja. Nee, trink einen Schluck Wasser. Bien sûr, mademoiselle. Sie okay. Müssen. Was? Sie bleiben von der Mademoiselle, nein, das sind... Von mir fern, wenn Sie... Mademoiselle. Das ist widerlich. Aber ich will gar nicht. Mon Dieu, du sollst einfach hin zu kauen. Ich hab Hunger, das soll mit Nanneln. Was ist noch mit dir? Audi. Oh! Audi. Audi, Sir. Monsieur van Glitten? Nein. Ich dachte, er sieht so aus. Wie sehe ich aus? Wie Mr. van Glitten. Van Glitten. Oh. Na, glauben Sie doch nicht weg, warum machen Sie den ganzen weg? Und jetzt! Oh! Hey! Nee, lieber ein Freund schlagen! Nein! Sing gut. Mir geht's wundervoll, ich verschwinde hier, danke. Ja? Was zur Hölle passiert hier? Ist alles okay? Ich verschwinde. Ja, gut. Ich weiß doch nicht so. Du hast da noch nichts gegessen. Monsieur, darf ich Ihnen eine Frage stellen? Dürfen wir jetzt noch zur Probe kommen oder nicht? Oh, Mademoiselle, mon Dieu, jetzt machen Sie mir, tun Sie mir das schon nicht an. Comunque. Was comunque? Ich komme um Glaque. Ich gülle comunque. Blöder Idiot. Ja, was diavolo? Halt die Schnauze! Hallo, blöder Idiot! Ui! Schack! Hey. Der Bastard! Hey, was ist denn hier los? Scheiße. Mon Dieu! Gurtis, hey! Oh, Achtung! Oh! Tu die Waffe weg! Los, wir müssen ihn zu die Arzt bringen! Ja, warte kurz. Warte, lass ihn kurz liegen! Na, du willst ihn wieder... Nein! Schack! Leg ihn hin! Schack, warte! Was soll denn die machen, diese Drammer? Wir müssen ihn zu einer Arzt bringen! Mon Dieu, wie teuer sind denn Kugeln? So! Ich glaube, der braucht nicht mehr zum Arzt! Was soll denn das jetzt? Jetzt sollen wir aber weg hier! Der Spinner! Ich glaube,
Ich glaube, Curtis eskaliert manchmal noch ein bisschen zu doll. Oh nein, wo ist er ihn? Arme Miss Houston, ja, aber echt, Alter. Wo ist er denn jetzt wieder? Ups. Erstmal aus Physiker einsetzen wegen Mord. Ja, Curtis ist ein bisschen explosiv. Er versucht sich ja zu ändern, aber es ist halt. Ja, wo ist er denn jetzt wieder hin? Scheiße. Das war nicht gut. Er mag mich bestimmt nicht mehr. Adios! ja, sorry, das war. Das ist voll dumm, Alter. Aber wie geil Curtis die ganze Zeit am Essen ist. Oh, ja, Mann! Wo ist er denn jetzt? Scheiße. Hier ist ein Pferd. Jack! Oh! Oh! Geh weg! Oh. Du Wahnsinniger! Jack! Bin ich unter dich verbrennt! Du verdammter Irrer! Geh weg! Du verdammter Irrer! Du hast dem Mann den Kopf weggeblasen! Gib mir deine Waffe oder ich will dich heute nicht mehr sehen! Verdammter Wahnsinniger! Jack! Warte doch! Warte doch! Du Idiot! Du wolltest die Waffen weglegen! Warte! Warte, bitte! Jack, bitte! Au! Au! Au, Jack! 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 Verschwinde! Ich will dich nicht sehen! Geh weg! Jack, hör auf! Hör auf, Jack! Jack! Du Wahnsinniger! Verschwinde! Verdammter Psycho! Jetzt schrei doch nicht so! Jack, ich sag doch, ich versuche mich doch zu bessern! Wirklich, oh, Jack! Du Wahnsinniger! Psychopath! Jack! Gib mir deine Waffen! Ah, sofort! Gib mir sofort alle deine Waffen! Ja, komm, du bist eine Gefahr für alle! Los, her damit! Oh, einen Moment. Die Pistole auch! Das Messer. Hier. Hier wieder, wenn du reif genug bist dafür, zu verstehen, was du getan hast. Und jemand nimmt nicht einfach ein Leben ohne Grund. Hat mich doch angegriffen. Na ja, oui, mit Fäusten, ne? Dann schießt man ihm den Kopf weg. Du hast zwei Pistolen, ne? No. Gib mir die zweite auch. Ich hab keine zwei mehr. Merde! Gib für Menschen wie dich Gefängnisse, weißt du das? Oh. Verdammte Scheiße! Brauchst du, dass ich keine Munition hab?
Ich hätte dich heute jetzt in die Beine geschossen. Erinnerst du dich an René? Er machte sowas und er lachte dabei. Willst du sein wie er? Willst du enden wie er? Einen Mann den Kopf wegschießen. Ich wollte ihn zu dir Arzt bringen. Du haust mich um und schießt ihm dann den Kopf weg. Es tut mir leid. Dafür ist es zu spät. Komm mit. Komm mit. Sitz auf. Sitz auf. Was machst du jetzt mit mir? Es ist zu spät. Weißt du, wer du bist? Du bist Prisch. Oh, es tut mir leid. Ich wollte ihn nicht umbringen. Wie Prisch hast du diesen Mann getötet? Warum? Weil er dich beleidigt hat. Hä? Weil er etwas gesagt hat, weil er dich geschlagen hat? Das hast du mit Prisch auch gemacht. Mon Dieu, wir sind nicht hier, um unsere Stärke auszuspielen, damit es uns besser geht. Wir sind hier, um unsere Stärke auszuspielen, damit es den Schwachen besser geht. Ja. Ich weiß nicht, ob er da noch liegt, aber guck ihn dir an. Guck dir deine Tat an. Du wolltest deine Waffen weglegen und ich, Mon Dieu, ich muss sagen, ich glaube, das war doch die richtige Entscheidung. Du hast dich nicht unter Kontrolle. Überhaupt aber nicht. Aber es ist doch besser geworden. Es ist. Es ist besser geworden? Aber auf lange Sicht ist es doch besser geworden. Dann geh die Straße runter und sieh dir den Mann ohne Kopf an. Und sag mir, dass es besser geworden ist. Boah. Ich fass es nicht. Curtis. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ich weiß es nicht. Nein, hier will ich nicht sitzen. Ja. Und hier, es fing so gut an, der Abend. Oh, mon Dieu, die Manage trop. Und jetzt haben wir einen Mord in den Straßen von Saint-Denis. Mert. Ich glaube, Mert trifft es am besten. Er macht es so gut, er spielt es so gut. Das ist genau das, was ich brauche, wenn Curtis so ausrastet. Warum, Curtis? Sag es mir bitte. Warum? Und warum musstest du ihm den Kopf wegschießen? Was ist passiert? Beschreibe alles. Beschreibe es Stück für Stück. Ich weiß es nicht. Ich war einfach wütend. Setz dich. Nein! Gut, dann lauf herum. Du warst wütend. Und dann hat sie sich Dann hat es sich ausgeknipst, dein Gehirn, ne? Ja. Also, du bist da lang gegangen. Warst du da schon wütend? Nein. Gut, wann wurdest du wütend? Wo er wann hast du dich verloren? Wo er zu seinem Freund gesagt hat, guck da, die Teufel sind da. Und der Froschenkelfresser und so. Und er hat mich dann irgendwie auf Italienisch oder so beleidigt. Und dann hat er mich geschubst und dann habe ich ihn geschlagen. Und dann wollte er ein Messer ziehen. Also weißt du noch alles so genau? Bist du nicht weg? Warum hast du mich umgehauen, als ich ihn zu bringen wollte zu dir Arzt? Das kam über mich. Ich wollte, dass er nicht mehr da ist. Na, das hast du geschafft. Er ist nicht mehr da. Vielleicht hat er eine Frau und Kinder. Ja, jetzt hat er ja immer noch. Na, aber sie haben keinen Vater mehr. Ja, und ich habe auch verloren! Was sprangest du mich an, wenn ich durchstehe? Du hast auch im Krieg getötet! Du stehst noch hier. Du hast noch einen Kopf. Du stehst auch hier. Dass du mit mir reden kannst. Ja, ich stehe hier. Du brauchst gar nichts zu tun, als wärst du unschuldig. Du hast viel mehr getötet als ich. Aber nie habe ich mich selbst dabei verloren. Und mon Dieu, ich bedauere jeden Tod. Ich weiß um meine Verantwortung. Ich weiß, dass ich sie habe getötet. Und ich weiß, es war nicht richtig. Und jeden Tag bis zum Ende meines Lebens, ich werde dafür büßen. Und eines Tages... Mon Dieu! Eines Tages! Guck mich an! Eines Tages, wenn ich nicht mehr bin, ich komme nicht in die Himmel. Aber in die Hölle. Ich doch auch nicht.
Na, nicht mehr, du Idiot! Nicht mehr, weil du dich nicht unter Kontrolle hast. Ich war in die Krieg. Das ist die Unterschied. Ja, komm. Du warst nicht in die Krieg. Das war ein Mann. Du sagst, er wollte ein Messer ziehen. Lass uns hingehen und gucken, ob er eins in der Hand hat. Okay, okay. Komm. Na, wir gehen. Den Gang der Schand. Er war kein Soldat. Kämpfte nicht auf der anderen Seite. Es war eine Meinungsverschiedenheit, die man kann lösen mit die Fäuste. Na, ich gehe. Wenn du nicht willst, der Schande gehen. Ich gehe ihn für dich. Sein Kopf ist noch intakt. Hast du noch einen erwischt? Nein, das ist er. Aber er hat noch einen Kopf, mon Dieu. Natürlich hat er seinen Kopf. Ich weiß nicht, was du gesehen hast. Na, überall Blut. Der Kopf, er war weg. Nein. Und wo ist sein Messer? Das hat er hier. Da, an der Seite. Das kleine Ding? Davor hattest du Angst? Ja. Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Ein Italiener, nur Italiener bringen Messer mit zu einer Schießerei, hm? Es sei denn, er wusste nicht, dass er ist in einer Schießerei gleich. Und nun? Willst du mich jetzt fertig machen die ganze Zeit, oder? Na, ich habe deine Waffen. Ich bin zufrieden. Sie sind auf meine Fährt. Ja, die kannst du verkaufen und das Geld in die Laden stecken. Ist wohl das Beste. Ja, danke. Und wer durch das... Wer das Schwert zieht, der wird eines Tages um das Schwert umkommen. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Herr, du bist unser Erte. Wer dir folgt... Dem wird es an nichts mangeln. Wir vertrauen auf dich und auf deine Gnade in diese und in die nächste Lebe. Hier wollen wir huldigen. Wir wollen dein sein, dein Wort, deine Gesetze ehren. Liebe und Frieden bringen auf die Welt immer und immer. Der stumme Bastard. Mit unseren Taten und unseren Worten. Vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Das ist auch ein Teil deiner Schuld. Was? No. Das ist nicht meine Schuld. Ein Teil? Du hast gesagt, ich soll die Waffen behalten. Ich hatte sie abgelegt. Ich war fertig mit den Waffen. Du hast geschworen, dass du sie ablegst. Hä? Du hast es geschworen. Was ist dein Schwur jetzt wert? Du hast geschworen. Schwör nicht, habe ich gesagt. Schwör nicht. Du hast geschworen. Mon Dieu. Wie alt bist du? Nicht von dir leben. Da war eine wunderschöne Mademoiselle. Wir haben sie glücklich gemacht. Gesungen.
Komödie. Ja, ja, es ist meine Schuld. Alles meine Schuld. Ich habe dich genötigt, die Waffen zu behalten. Ich hätte dich niederschlagen und sie dir alle wegnehmen sollen. Ich bin's doch immer, Jacques. Ich bin doch immer schuld. Du warst doch noch nie was. Hab ich den Mann getötet? Nein, aber du warst noch nie was. Ich bin doch immer schuld. Hast du schon jemals einen Fehler gemacht, seitdem wir uns kennen? Nein. Hast du den Mann der perfekte Jacques. Oder ich? Hast du ihn hier getötet oder ich? Es geht nicht nur um ihn. Was habe ich? Es geht um viel mehr als mach, als das. Was habe ich gemacht? Ja, nichts. Nix. Nix, weil du hast ja nichts gemacht. Du redest so, als wäre das was Schlimmes, dass ich nie etwas gemacht habe. Ich habe genug getan in meinem Leben. Genug, glaub es mir. Oh mon Dieu! Was, wenn ich dir nur helfen will, nicht meine Fehler zu begehen? Ein Leben voller Schmerz, der Einsamkeit erwartet dich, wenn du diesen Weg weitergehst. Du bist jetzt wirklich sauer auf mich, weil ich nichts gemacht habe? Nein! Bin ich nicht. Scheiße. Runter, Jacques. Warum hast du mich so angeschrien? Weil ich wütend war. Verzeihst du mir, Jacques? Tut mir das so leid. Das ist wieder mit mir durchgegangen. Machen wir es? Wie können wir das verhindern, frage ich mich in Zukunft. Wir verkaufen die Waffen, Jack. Die müssen weg. Am besten an O4 für das Doppelte. Oh, hey, das klingt gut. Ah, er hat kein Geld. Ja. Wollte es nicht, Jack. Es ist wie ein Schalter, der sich umlegt und dann. Ich sehe eine gute Sache in dieser Sache. Vielleicht verstehst du jetzt Brich besser. Denn sie ist da genauso wie du. Man will es nicht, aber wenn man sich dem Zorn hingibt, dann frisst der Zorn einen auf. Dann frisst man durch den Zorn die ganze Welt auf. Schön. Wo bekommen wir jetzt einen Büchsenmacher, ja? Monty, willst du dir eine neue Waffe kaufen? Ach, no, pardon, ich erinnere mich. Ja, ein neues Gewehr wäre schön, oder? Nee. Gordis, darf ich dir eine Frage stellen? Ah. Glaubst du, es hätte geholfen, wenn ich auf dich geschossen hätte? Nein. Glaubst du, es hätte dich rausgeholt aus die Zone? Nein, ich glaube, ich hätte dich angeschossen und dann wäre jetzt einer von uns beiden tot. Mon Dieu, Curtis, weißt du, was ich mich du musst frage? Mir versprechen, wenn ich hier so einen Anfall habe, darfst du nicht auf mich schießen. Ich weiß nicht, was ich dann mache. Curtis, hör mir zu. Jacques, ich hab Angst. Ich bin bei einem. Ich hab Angst, Jacques! Curtis, Mart! Mann, ich hab so Angst, dass ich uns umbringe. Curtis. Weißt du, was ich gerade denke? Was? Wenn ich es nicht schaffe, dass du aufhörst, und diese Zorn. Wenn du es nicht schaffst, diesen Zorn zu bekämpfen. Mon Dieu, vielleicht ist es besser, wenn einer von uns geht. Ich kann es nicht mit ansehen. Ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen, weißt du. Ich tue alles, ich versuche alles. Aber ich kann es nicht. Und wenn du mich dann in so einem Moment erschießt, weil ich die letzte Mittel versuche zu ergreifen, dich und deine Umgebung zu schützen, dann ist es vielleicht besser so, wenn erst du gehst und danach ich.
Wie gehen? Sterben! Sollte es passieren und ich wäre schneller und treffsicherer als du, dann werde ich mich danach selber richten. Das machst du nicht. Das wird du wirst mich auch nicht erschießen. Wir werden uns nicht umbringen. Du wirst tot sein in diesem Moment. Und ich auch, aber mon Dieu, wir müssen die Welt schützen vor uns. Weil dann sind wir nicht mehr die Iros. Müssen wir nicht. Weißt du, wer wir dann sind? Dann sind wir nicht mehr die Iros of Strawberry, dann sind wir die Richter Gottes. Dann sagen wir, was richtig und was falsch ist. Schau, wir werden uns nicht umbringen. Ich kann es nicht mehr ertragen, Gottes. Ich kann es nicht mehr sehen. Genau wie bei René. So sitze ich hier. Allein starre ins Feuer, allein in dem Wissen, die Wut ist sehr teuer. Und mein Freund Curtis ließ ich ihn gehen. Jack, hör auf! Vom Zorn ergreifen. Die Knochen verwehen. So sitze ich hier. Und starre ins Feuer. Alle Freunde sind fort. Zorn erkost teuer. So sitze ich hier und starre ins Feuer. Fernabend das Wissen, es kostete teuer. Schack! Hey! Wir werden nicht sterben! Wir alle müssen sterben. Jetzt nicht! Wir alle müssen einmal gehen. Jetzt nicht, wir haben noch so viel vor! Was ist das alles wert? Wenn die Person. Alles ist es wert. Die Personen, die dahinter stehen, nicht stehen für Integrität. Nicht stehen dafür, dass Veränderung möglich ist. Die Personen, die diese Lieder singen, nicht zeigen, dass sie existieren kann. Schack, hör auf jetzt! Es ist doch nichts wert, Curtis. Alles, was wir aufgebaut Schack, haben. Ruhe! Curtis, beruhige dich. Ich sage es dir. Beruhige dich. Atme. Langsam. Sage laut. Einatmen. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Na, wenn dir das hilft. Einatmen. Jacques, ich brauche mein Gewehr wieder. Ich gebe dir dein Gewehr mit die Kolben in deine Gesicht, du Narr! Hast du Gedächtnis wie eine Goldfisch? C'est allure. Jacques! Jacques, hab ich dich! Jacques! Jacques, 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 bitte! Bitte, Jacques, Jacques, bitte! Tu es nicht! Den Bogen weg! Er ist weg! Hä? Einen Moment! Jetzt? Jacques, tu das nicht! Gib mir den Bogen! Langsam! Hab ich dich getroffen, Jack? Gib mir den Bogen sofort. Ich zähle bis drei. Was ist das hier? Du hast noch eine Pistole. Ah! Oh. Du hast noch eine!
meine Pistole! Ja, die habe ich gerade aus dem Pferd genommen, Jack! Gib sie mir! Erschieß mich nicht, Jack! Gib sie er! Ich richte dich und dann mich! Jack! Lass es! Jack! Ja! Ich gib sie dir! Gib mir die Pistole! Hier! Oh! Und jetzt? Versuche mich nicht! Wo hab ich dich getroffen? No, hast du nicht. Wie nein? Weiter geht's. Auf Sitze. Gott sei Dank. Oh. Du tust die Dinge und dann fürchtest du die Konsequenz. Hast du nicht Brich gesagt, was passiert ist, ist passiert? Du schießt auf mich und dann wunderst du dich? Nein, ich hab... Oh, Entschuldigung. Ich hab nur... Ich hab in deine... Komm mal hoch. Sitz auf deine Pferd! Na los! Schark! Hallo, Witwit! Schark! Du bist nicht du selbst gerade. Mon Dieu. Oder ich nehme dich auf andere Art mit. Ortiz. Was denn? Die sitzt auf deine Pferd. Wir reiten jetzt weiter. Schark, nimm bitte dein Gewehr und du machst mir Angst. Wie immer reiten wir jetzt weiter. Du machst mir Angst, Schark. Gut. Fürchtest du mich? Ja. Gut. Denn ich werde das Letzte sein, was du siehst. Aua! Schack, hör auf! Das hast du nicht gerade getan. Schack, komm runter! Das hast du nicht gerade getan. No! Ich mach dich wieder los, Schack. Ich möchte nur, dass wir... Schack, wir müssen uns zusammenreißen. Sagt der Mann, der schießt mit einem Fall auf seine Bruder. Ich hab doch daneben geschossen mit Absicht. Warum hast du geschossen? Warum? Weil wer durch das Schwert zieht, der wird durch das Schwert sterben, du Narr. Warum hörst du nicht auf mich? Oh, mon Dieu. Aber ich bringe dich noch zu dem richtigen Weg. Und wenn ich dabei sterbe. Und jetzt sitz auf die Pferd. Wir reiten nach Rotz und suchen einen Waffenhändler, um unser Geschäft zu retten. Mon Dieu, wir müssen mit Orphan reden. Er muss die Laden führen können, wenn wir nicht mehr sind. Denn das wird passieren, wenn wir so weitermachen. Das war der absolute Wahnsinn gerade. Willst du mir was sagen? Warum ist denn sein Pferd schneller im Langsam und warum ist es im Langsam schneller? Hä?